dass ihr alle da seid. Ich finde es grandios, wie viele gekommen sind, sich angemeldet haben, wirklich heute Abend hier in der Stadthalle Siegburg sind. Das ist einfach großartig und wir freuen uns riesig darüber. Und dann haben Sie 144 kleine Quadrate auf Ihrer Platte. Und die bitten wir, nach Ihrem Geschmack einfach bunt zu gestalten, dass keines mehr weiß ist. Wir sind Knauber. Und das spürt man als Außenstehender sofort. Das habe ich auch gespürt, wenn ich mit Ihnen Kontakt gehabt habe. In einem ersten Teil, Frau Dr. Knauber, darf ich Sie ganz herzlich einladen, zu uns zu stoßen auf der Bühne, und wir sind gespannt auf das Leitbild. Dankeschön, Frau Dr. Knauber. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich habe mir selber in den letzten Tagen und Wochen Gedanken gemacht, wie kann ich das so umsetzen? Bei der Vielfalt der Aufgaben, die auch ich zu bewältigen habe, es ist die Quadratur des Kreises. Ich denke, das muss auch nicht so sein. Wir sollten es mit Hetmar Knauber verbinden und wir sollten es genau so auch bei ihr stehen lassen. Und ich sehe es als meinen Auftrag, auch die fünfte Generation im Laufe der Jahre an das Unternehmen heranzuführen. Ich bin sicher, es werden aus den Sechsen ein oder zwei zu finden sein, die die Freude und das Können haben, dieses Haus auch weiter als Familienunternehmen in die Zukunft zu führen. So ist Tradition nicht mit tradiert zu verwechseln, sondern heißt nach dem Leitspruch von Thomas Morus vor 500 Jahren: Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. In der Erarbeitung mit den Führungskräften und einem Querschnitt der Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Gesellschaften haben wir uns auf 5 Punkte fokussiert, die unser Handeln prägen. Erstens Leidenschaft, zweitens Verantwortung, drittens Persönlichkeit, viertens Qualität, fünftens der Blick für das Ganze. Alle gleichermaßen wichtig, egal in welcher Reihenfolge. Nun klingen diese Ausführungen ja wunderbar, geradezu ideal, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ist es nicht immer in der täglichen Umsetzung und im täglichen Miteinander. Das ist mir völlig klar und ich möchte weder etwas unter den Teppich kehren, noch vorgaukeln. Das Leitbild kann also nur eine Leitlinie, eine Leitplanke sein, an der wir uns orientieren und die jedem noch einmal klar macht, wofür und für welche Werte wir stehen. Auf dieser Basis ist es das Vermächtnis der 4 Generationen, aber auch unserer eigenen gemeinsamer Anspruch, dass dieses Unternehmen noch lange ein Familienunternehmen bleibt, nicht stehen bleiben darf und, wie hat es unsere Mutter noch um Weihnachten herum selbst formuliert, das Unternehmen darf nicht langweilig werden. Thank you.
ist kein Baumarkt, es ist kein Kaufhaus. Knauber ist einfach was Besonderes. Ich gehe nur einmal einkaufen und dann muss das richtig sein. Ich kaufe keinen Schrott. Verantwortung ist die mit einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung. Dafür zu sorgen, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens alles einen möglichst guten Verlauf nimmt. Dass jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Verantwortung braucht Durchsichtigkeit. Knauber ist Handeln mit Erfolg, aus Leidenschaft und Verantwortung. Stelle zum Thema Blick für das Ganze ein paar Fragen stellen und dass Sie dann eingeladen sind, darauf zu antworten. Und ich wurde natürlich auch als Betriebsrat mit dazugenommen. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann wünsche ich mir, dass das Leitbild ein Zeichen setzt, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben. Dieses Ziel sollte sein, dass wir in allen Bereichen und nicht nur in Freizeit, sondern ich möchte hier wirklich alle Bereiche nennen, dass wir wissen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Einfach paff, würden wir in Wien sagen. Ja, paff heißt auf Deutsch platt. Genau, auf Deutsch heißt es platt. Beeindruckend.